Willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Triforce Heroes, der erste Together, oder besser gesagt Freegather Part. Allerdings wird man nur mich und Juli hören, denn Hallo. Wie Sick es gerade über die Touchscreen-Befehle angekündigt hat, ist er lediglich über das Internet dabei. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, er ist ja kein YouTuber, er hat also auch kein Mikro und mein Zimmer ist viel zu klein. Er hat daher hier leider keinen Platz. Erstmal haben wir uns ziemlich geärgert, aber ich denke mir momentan so, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, denn auf diese Weise können wir den Online-Modus auf optimale Art und Weise vorstellen. Denn wie ihr ja vielleicht wisst, gibt es auf dem Touchscreen bestimmte Befehle, die man an seine Mitspieler senden kann. Einen Voice-Chat gibt es nicht und viele sind sich nicht sicher, ob das Spiel denn überhaupt ohne einen Voice-Chat Sinn macht. Ja, und genau das wird man jetzt in unserem Let's Play sehen, denn Juli und ich, wir können zwar kommunizieren, aber mit Sick können wir nicht wirklich kommunizieren, nur über diese Touchscreen-Befehle. Es wird mit Sicherheit einige Probleme geben, aber ich bin auch gleichzeitig sicher, dass wir das gut meistern werden. Und die erste Herausforderung kommt jetzt gleich im zweiten Dungeon. So, ich hoffe, du weißt, wie das Spiel funktioniert. Ja. Jeder nimmt sich am Anfang ein Item. Okay, ja. Ich habe einen Bogen. Ich habe auch einen Bogen. Er ist blau, ne? Du bist blau. Ich bin blau. Ah ja, genau. Also ich bin grün. Ihr seht alles aus meiner Sicht. Ja, da steht ja da sogar die Namen da. Genau, auf dem Touchscreen steht's. Juli ist blau und Siggi ist rot. Da ist er auch schon. Guckt mal. Man kann schreien hierher, Item werfen, Huckepack nehmen. Man kann sich freuen, man kann sich ärgern, man kann weinen und man kann sagen, gut gemacht. Ja, und ich habe gerade 20 hier. Rubine gefunden. Genau, alles was man findet, das wird immer eingeblendet, aber es war ja im Einzelspieler genauso. Gut, wir brauchen einen Schlüssel und ich glaube, dazu sollten wir einen Totem bilden. Nimm mich mal hoch. Genau. Und stell mich mal hin. Oder so. Lass ihn schlagen. Lass ihn schlagen. Geh näher hin. Geh näher hin. Ja, so. Ja, aber jetzt ist man schon dran vorbei. Okay, dann reicht es nicht. Dann wirf mich runter. Wirf mich runter. Ich schick ihn erstmal hier hoch. Mhm. Man kann dann ein paar Rubine sammeln. Die Rubine sind wichtig für die Ausrüstung. Nehmen wir alles mit. Ihr seid alle hier von der Seite gekommen, oder? Okay, da startet man. Wir müssen halt jetzt erstmal rausfinden, wie man hier weiterkommt. Ich würde vorschlagen... Das sieht nach einer Treppe aus, aber... Nee, es muss mit dem zu tun haben, mit dem Ballon. Dann muss vielleicht einer von euch einfach geschmissen werden. Oh, da oben, schau mal an, da kann man noch einen werfen. Schau. Oder so. Gute Idee. Ja. Und jetzt schieß. Weiter rüber. Yes. Ja, das ist die Lösung. Okay. Ja! Ja? Wir sind vielleicht nicht so optimal gestartet, aber wir werden uns verbessern, auf jeden Fall. Nein. Ganz sicher. So, nein. Wer steht falsch von euch? Irgendwann alle. Gut. Für den ersten Raum haben wir jetzt wie lange gebraucht? Keine Ahnung. Also los. Weiter. Auf geht's. Naja gut, es wird immerhin lustig. Ja. Durch Dummheit und ja. Fälligkeit. Hier ist ein Schalter, da müssen wir uns zu dritt draufstellen. Und es kommen böse Wichter. Bam. Böse Wichter, die werden natürlich umgebracht. Oh ja, die können sich jetzt elektrisch aufladen, ja. So wie ich es im vorherigen Part schon angekündigt hatte. Also lieber mit den Pfeilen angreifen. Okay, er weiß das offensichtlich auch, sonst hätte ich jetzt versucht, es ihm zu sagen, aber hier hätte ich zum Beispiel sagen können, Item. Und dann hätte er hoffentlich Bescheid gewusst, dass man das Item benutzen soll. Gut, so, gut, ist gut. Hier noch irgendwas zu machen? Ja, wir könnten halt da oben die Büsche noch zerschlagen, aber wir sind jetzt auch nie so geldgeil. No, obwohl, gerade in dem Moment findet er 50 Rubine. Wird es eigentlich aufgeteilt, das Geld? Oh, das ist eine gute Frage. Oder hat nur der Glück, der das findet, ja? Nee. Ich glaube, das zählt zusammen. Also entweder am Ende kriegt jeder den Betrag, den wir gesammelt haben, oder es wird durch drei geteilt. Ja. Das wäre nur fair. Doch. Also eine der beiden Möglichkeiten halt. Oh, ein Deko. Ein Deko, den müssen wir angreifen. Crap. Nein. Totem. Netz, schieß. Genau, den auch. Schnell. Ja, ihr müsst mich schon richtig. Wir dürfen aber nicht zu lang hin. Jetzt? Jetzt. Okay, war okay. Rubine einsammeln. Wir haben zwar ein paar Herzen verloren, aber das war auch eine böse Stelle. Da oben ist doch noch was. Ja, da ist ein Kristallschalter. Allerdings, den können wir nur treffen, wenn wir weit genug weg sind. Das kenne ich aus der Demo. So. Also jetzt. Ja, du musst treffen. Ja. Warte.
Jetzt. Schieß! Okay. Hat er gemacht. Gut gemacht. Ach genau, das war ja er. Ja, ja, ich muss noch lernen, wer welche Farbe ist. Richtig. Okay. Er hat Ziggy gut zugehört. Aber hier ist noch mehr. Killen wir erstmal den Arsch. So. Und Herzen. Ja, Herzen sind natürlich auch in den Büschen drin. Jetzt schieße ich. Ja. Genau. Aber ich nehme an, da gibt es noch mehr. Ja, jetzt muss auf der gegenüberliegenden Seite vermute ich einen weiteren Kristallschalter. Das denke ich auch. Ja. Ja, du kannst doch jetzt schon schießen, oder nicht? Eigentlich schon, ja. Soll ich noch zu den Büschen gehen? Ja, weil uns fehlt noch ein Herz und... Ja, dann mache ich das mal. Ja, schmeiß mich mal runter, please. Genau. Jetzt haben wir das Herz und jetzt können wir gehen. Okay, jetzt führt er uns an. Kann ich ihm irgendwie sagen zum Ziel, aber ich denke, er hat es schon begriffen, ne? Ja, ich denke schon. Wir müssen halt hier den Umweg gehen. Außer ihr geht ihn kurz in die Mitte. Ne, er wartet lieber. Ach so, da ist noch ein Schatz. Ja gut, den nehmen wir dann halt auch noch mit, ne? Ja, 20 Rubine. Nein. Ah, ich bin so blöd. Lappen. Ich hab lieber noch gewartet. Daumen hoch für diese dumme... Zum zweiten Mal. Was für ein so Idiot. Dumm, ey. Warte, jetzt bleib ich hier lieber stehen. Schade, dass kein Facepalm am Link gibt. Ja, Mann. Das hätte ich dir gerne. So richtig dämlich. Kommst du auch mal irgendwann? Ja, ich bin jetzt extrem vorsichtig. Aber du hast doch dieses... Ich bin der Experte hier, falls es noch nicht rübergekommen ist. Ja, man merkt's, ne? Bin hier der größte Pro. Ja, der Teamführer, super Teamführer. Aber jetzt ist es geschafft, also kann ich ruhig mal hier meine zwei... Oh Mann. Wie nennt man denn das, was der da hat? Keine Ahnung, ist ein namenloses Cheerleader. Ja, ich weiß. Ich will nichts Falsches sagen. Ich will es auch nicht falsch sagen. Deswegen sage ich lieber gar nichts. Genau, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt halt endlich lebend da drüber gekommen bin. Und ich glaube, uns erwartet jetzt ein Bosskampf. Was ist Oder? Das hier? Hallo? Hier ist niemand. Das sind Herzen, aber die brauchen wir. Ah doch, jetzt kommt jemand. Ein großer, glitschiger Glubberarsch. Oh, wir können sein Gehirn penetrieren. Na dann. Machen wir das doch. Oh, jetzt müssen wir einen Totem bilden, genau. Los. Nein. Er rastet aus. Okay, also lieber erstmal ausweichen. Okay, aber nicht zu nah hin. Ja, ah, ihr Dullis. Ich kann das nicht. Wartet mal, ich tu euch lenken und... Nein. Wie machen wir das jetzt? Ja toll, ich wollte... Ich laufe. Schmeiß mich runter, bitte. Ich hab dich doch Ach, das doch ist gar ja nicht. Er, stimmt. Oh Gott, wie sage ich ihm das jetzt? Werfen. Soll mich runterholen. Genau. Da ist ein Herz, aber ich traue. So, komm her. Ja, ich bin schon da. Oder bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. So. Und jetzt. Und er schießt dann. Er schießt. Genau. Oh, crap. Nein. Oh Gott! Oder ist das zu klein? Muss doch treffen. Nein, da brauchst du nur zwei anscheinend. Ja. Ja. Ich versuche Herzen zu finden. Ja, jetzt muss man. Da ist ein Herz. Also der wechselt halt seine Größe. Und wir müssen immer im richtigen Moment. Ja, oder? Angreifen. War das jetzt schon? So, ich glaube, jetzt brauchen wir den maximalen Totem. Das war halt jetzt erstmal seine zweite Phase, bei der man den zweiten Totem gebraucht hat, also den kurzen, wo nur zwei Spieler aufeinander stehen. Jetzt brauchen wir den ganz großen. Ja. Das haben wir ein bisschen dumm gemacht. Ja, aber gesagt. Jetzt haben wir es halt geschafft. Ne? Aber man muss auch sagen, dass die Bosse wirklich in dem Spiel gar nicht so einfach sind. Klar, der jetzt eigentlich schon, aber wir haben sind es halt noch zu spät ein bisschen gemerkt. Uneingespielt. Ja, wir haben es auch zu spät gemerkt, dass da nur zwei gebraucht wird. Wir sind ein bisschen uneingespielt, aber es wird sich noch verbessern auf jeden Fall. Müssen mal ein bisschen Geld farmen. Genau. Schauen, ob da auch nur irgendwelche liegen. So. Da. Ja, wir brauchen eh keine mehr. Wir brauchen eh keine mehr. Ja, dann halt nicht, ne? Ja, ich will gehen. Dann gehen wir halt. Weil nach dem Boss kommt nichts mehr. Nach dem Boss ist einfach nur noch dieser Raum mit der Schatztruhe. Und das war's dann. Kann eigentlich jetzt jeder eine aufmachen? Ich denke schon. Mal schauen, wer den besten Preis bekommt. Blau, also ja. Du. Nein. Doch. Ich bin aber nicht blau. Sick hat das Ach, rot. Bekommen. Ich hab Farbenblindheit. Ja, anscheinend. Ich dachte, du stehst links von mir.
Nein. Ja, dann hat der Sigi das beste Item. Mist, weil den Gurkenschleim hatte ich nämlich schon aus dem ersten Dungeon. Eieiei. Also ein Foto machen wir natürlich nicht. Im Gegenteil, wir werden gleich den nächsten Dungeon starten. Genau. Und da wären wir. Der dritte Dungeon ist die Moblin-Festung. Wie es aussieht, schafft man ganz gut zwei Dungeons in einem Part. Das wird also unser Ziel sein. Kann natürlich mal passieren, dass es nicht hinhaut, weil wir zu doof sind. Aber generell ist das Ziel, zwei Dungeons in einem Part zu lösen. Oder vielleicht auch einmal drei, weil sonst sind wir immer so ungerade. Ah, jetzt gibt's diese... Stimmt, das ist ein Problem. Komm, wir beeilen uns jetzt mal. Vielleicht schaffen wir sogar jetzt drei Dungeons. Danke, dass du uns auf uns wartest. Ja, komm, nehmen wir den anderen Weg. Wer will was? Ich will Pfeile. Okay, dann bin ich für die Bomben verantwortlich. Ja, aber es sieht hier schön aus, ne? Ja, das sind halt alles Wälder, ne? Ja. Verschiedene Rätsel, verschiedene Themen und so. Machen wir hier alles kaputt. Genau. Ah, da brauchen wir Bomben. Kann ich die nicht ablegen? Ich kann sie nur werfen, offensichtlich. Vorsichtig, nicht hingehen. Ja, ich gehe da nicht. Er steht da ein bisschen gefährlich. No, die braucht es nicht mehr. Okay, was jetzt? Ich glaube, da drüben ist was. Ja. Nein, das ist Quatsch. Ja, aber wir müssen die Dinger doch machen. Ja, aber nicht zu dritt. Okay. Sorry. Geh rüber auf die andere Seite. Okay. Ich muss ihn dann rüberschmeißen zu dir. Geh hoch. Ja. Auf die andere Seite hoch. Rechts. Da geht's rechts. Aber doch nicht hoch, oder? Schau. Okay. Siehst du? Dann komm her. Ja, ich komme schon. Nein, er soll da bleiben. Ja, dann werf mich dahin am besten. Genau. Ich muss mit ihm schießen. Mhm. Dann schmeiß ich ihn zu dir rüber. Und dann muss er nochmal schießen. Ja, genau so. Genau. Gut gelöst. Let's go! Ja, also ich stelle mir das mitunter schon schwierig vor, wenn man mit Leuten spielt, die man halt gar nicht kennt, ne? Also rein übers Internet. Ja, weil die können auch absichtlich Scheiße bauen, ne? Aber wie gesagt, wir beide können uns ja noch verständigen. Aber wenn dann wirklich niemand sich miteinander verständigen kann, kann es zu Problemen kommen. Und ich meine, wir sind im einfachsten Gebiet. OMG. Ja, ich glaube auch, dass das Spiel auch wirklich nicht so einfach ist. Was ich aber gut finde. Ich höre böse Musik. Na, da braucht man drei. Nein. Was ist denn los? Wo ist denn der hingerannt? Ach da. Ach so, ihr habt Angst wegen dem Deku. Ja, da braucht man unbedingt drei. Ja, aber ich darf nicht oben sein, weil ich hab ja nur Bomben. Ich hab ja nur Bomben. Ja, okay. Werfen. Ihr müsst zu zweit sein. Tötet doch erstmal diese Idioten hier. Hab ich. So, die kriegen alle eine Bombe rein. Und um die Dekos kümmern wir uns als letztes, weil das scheinen die schwierigsten Gegner hier zu sein. So, da ist eine Truhe. Stimmt, wie war das jetzt eigentlich mit den Rubinen? Haben wir gar nicht gesehen, ne? Ah, ihr macht wieder den Fehler. Ich hab doch die Bomben. Ich das mach doch nicht. Ja, aber ja. So, jetzt. Schieß. Genau. Das kann ich ihm halt jetzt leider nicht mitteilen. Aber ich denke, jetzt weiß er auch, dass er halt oben stehen muss. Weil er den Pfeiler hat. Am besten nehme ich ihn mal. Weil es gibt bestimmt noch einen Deku. Du bist schon vorausgelaufen, offensichtlich. Ja. Ach nee, das war der letzte Gegner. Okay. Ja, okay, gut. Ja, ich hab da so ein paar Glibber. Ist da noch eine Schatztruhe oder sowas? Ja, keine Ahnung. Ich bin gerade am rausfinden. Ja, dann komm in die Mitte. Ja, dann hau mal ab. Hier. Dann machen wir das noch. Ja, wir können hier noch ein bisschen farmen. Ja, vor allem Herzen brauchen wir. Ja, der scheint nur Herzen zu geben und kein Geld. Doch, jetzt. Nein. Ich glaube, der darf nicht landen, oder? Ja, jetzt kommt eine Menge raus. Yeah. Super. Läuft. Bei uns. Nächster Raum. Du, 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 du. Geh weg, geh weg, geh weg. Du geh auch. Wir sterben einfach, danke. Okay, hat mich hier hochgeschmissen zu einem Moblin. Da ist schon der erste. Der wird aber direkt von einer Bombe getroffen oder auch nicht. Nee, dann müsst ihr euch um den kümmern. Blau, töte ihn. Blau, was machst du denn? Keine
Okay, ich hab ihn versenkt. Richtig schlecht. Hey! Wo ist denn da Siggi? Oh, der hat Probleme mit diesen Schleimen da. Da ist noch ein Deku. Ja, hier bei mir. Wow. Ja, ihr müsst euch um den Deku kümmern, weil er scheint meinen Bomben ausweichen zu können. So, ich gehe ins Wasser. Ich folge dir. Das sind Kristallschalter. Aber ich komme da nicht hoch. 5 Rubine waren hier in der Ecke. Okay. Ja, dann folgt mir. Zurück. Folgt mir. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ja, okay. Ja, ich weiß es. Kommt hierher. Wir müssen erstmal hier eine Bombe platzieren. Oh, ernsthaft. Und ich glaube, jetzt geht's auf Zeit. Wo bist denn du? Wir brauchen dich hier. Ich bin runtergefallen. Ich komm schon. Wir brauchen dich hier. Ja, er hat schon angefangen. Das ist jetzt natürlich Quatsch, weil, oder? Moment, vielleicht schaffen wir es auch alleine. Beeilung. Ja. Komm. Nein! Kümmere dich um die unteren. Ja. Genau. Ja, so ist es gedacht. Und jetzt kriegen wir hier einen Schlüssel. Den wir uns wahrscheinlich per Wurf holen müssen. Nein! Ja, okay. Ja, richtig, okay. Ich dachte, er wollte jetzt laufen oder sowas. Ja, was soll ich denn damit machen jetzt? Gute Frage, schmeiß es mal rüber. Oh, ich komme da nicht mehr hoch, Gott verdammt. Ja, wir müssen beide zurück. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Na komm schon. Genau. Da hast du. Was tut er denn? Mann! Wieso hat er den Schlüssel geschmissen? Ja, du brauchst gar nicht. Ja, komm schon. Ja. Ja. Warte, gibt's irgendwie... Gibt's so einen Agro-Smile? Hier, nein! Oh, crap. Du schaffst es auch. Wir hätten nur noch zur Tür gehen müssen eigentlich. So, jetzt nochmal. Ja, wirklich. Also wenn Lumpenland und Textilia in den Händen solcher Helden ist, dann... Dann ist Textilia verloren. Sollte der König sich nicht zu viel ausrechnen. Eiskalt ins Wasser geschmissen. Naja, wir haben ja noch Zeit, uns zu verbessern. Ja. Okay, Moblin-Festung, Bereich 4. Ist das der Boss? Ja, das ist der Boss. Oh Na Gott, dann, nein, let's go. Bestimmt brauchen wir die Bomben. Oh Gott. Ja, für den in der Mitte brauchen wir auf jeden Fall die Bomben. Oh, ich habe perfekt getroffen. Perfekt. Nice. Vorsichtig, der dreht jetzt durch. Das ist ein, wie nennt man den, Amos-Ritter? Ich habe schon so lange kein Zelda mehr gespielt. Ich habe so vieles vergessen. Also Namen meine ich jetzt und das so. Ist mir hier zu viel. Aber ich glaube, das waren die Amos-Ritter. Wieso haben wir so wenig Herzen? Wer hat sich so oft treffen lassen? Ich habe mich einmal erwischen lassen, ich weiß, aber... Ich habe mich auch zweimal... Oh, Mann! Holt die Herzen! Ja, lass mich los! Ihr müsst die Herzen holen! Genau. Ich habe die anderen alle hier gekillt. Jetzt sind die einzigen, die wir noch... Ah, oh, nee, kommen neue. Die Bogenschützen müsst ihr halt besiegen, irgendwie. Rechts, ja, da links. Braucht man aber 3 Leute. Oh nein! Nein! Komm. Schieß auf den. Oh, das geht komm, nicht. Man muss da mit hoch. Den Bomben, mit den Bomben. Oh, verdammter Crap! Ich muss ganz nach oben. Aber kümmern wir uns erstmal um den. Holt ihr Herzen. Nehmt ihn und schmeißt ihn hoch, damit er die Herzen holen kann. Okay. Ich muss versuchen, den irgendwie runterzuholen. Hä, wieso geht das nicht? Ach, da braucht man jetzt auch einen Totem. Okay, dann nehme ich hoch. Nochmal hochnehmen. Oder das am besten mit Pfeilen machen. Ja, dann fliege ich in die Mitte. Jetzt, Blau muss schießen. Ja, ich schieße. Und nochmal. Ja. Nochmal. So, jetzt werfen und weg. Weg. Da sind noch Herzen. Blau, hol Herzen. Gerne. Und ich versuche den von hier zu töten. Geht aber, glaube ich, nicht. Wir können töten. Dann nehme ich hoch. Ja. Genau so. Warte kurz, ob er stirbt. Ja. Ich glaube schon. Ja, dann rüber auf die linke Seite. Halt, da ist noch ein Herz. Ja. Nicht das spare ich mir nach auch. Nach links. Er schmeißt uns hoch. Du positionierst. So solltest du halt, ne? Scheiße. Christ.
So, wirf mich nach links hoch. Nach links hoch. Wirf mich nach links hoch. Ja, okay. Oh, scheiß Dreck. Ich habe keine Energie mehr. Nochmal. Schmeiß mich hoch. Ich muss mich kurz recovern. Okay. Ihr dürft keine Energieattacke nutzen. Oh, das gibt's doch nicht. Der Winkel ist so scheiße. Jetzt aber. Jetzt. Yes. Ja. Boah, das war doch gar nicht so schwierig, Mensch. Ja. Das sah schlimm aus, als es war. Verdammter Mist, mein 3DS ist jetzt leer. Das ist schlecht. Schaffen wir es noch ins Ziel? Ich denke schon, ja. Oh je. Druck, Druck, lade, lade, lade. Schnell. Ah, diesmal will aber ich den Hauptpreis. Komm, weil ich muss mir ein neues Gewand kaufen. Yay, yeah, ich hab den Hauptpreis. Ich hab aber auch immer eine Niete. Naja, wenigstens diesmal kein Gurkenschleim. Ja, also eigentlich kannst du dir, glaube ich, ein neues Gewand holen. Wir werden es sehen. Ich sollte mir auch eins holen. Ja, wir werden es sehen. Gut, im nächsten Part geht's dann weiter mit dem finalen Dungeon vom Wald. Und ja, mal gucken, wie es darüber hinaus mit dem Spiel weitergeht.